Hallo und willkommen in unserem Nintendo Sport- und Musikstudio. Heute habe ich eine sehr schöne Controller zu zeigen. Das ist ein Mustang Fender Gitarre Controller für Wii Rock Band 3. Finde ich so toll, dieses Gerät, dass ich habe gedacht, wir machen eine ganze Sendung darüber. Aber erst über Rock Band selbst. Ich bin eigentlich vom Kerngebiet in Spielen Flugsimulator-Fan. Aber seit meiner Kindheit als Teenager wollte ich immer in einer Band spielen. Hat es aber nie geklappt, weil musikalisch bin ich sowas von schlecht und kann die Note ja kaum unterscheiden, wenn sie Kilometer voneinander liegen. Und Rockband gibt mir die Möglichkeit, sich wie ein Musiker zu fühlen und Spaß dabei zu haben. Wir spielen das sehr viel bei uns in der AG. Wir machen kleine Konzerte. Wir haben das schon auf Gamescom gezeigt in unserer Ausstellungsfläche, in Retro-Area, mit großem Erfolg. Leider nicht letztes Jahr und leider nicht dieses Jahr, ja, Corona zu verdanken. Und sonst, erst einmal auf dieses Spiel bin ich gestoßen. 2005 ist er rausgekommen, 2006 auf Games Convention in Leipzig. Da war noch kein Gamescom in Köln, da war noch vorher Games Convention. Und dort standen eine Reihe von gläsernen Kabinen. Und in jede Kabine konnte man reingehen. Sie waren akustisch isoliert und ausprobieren, wie man Guitar Hero spielen kann. Und seit dieser Zeit bin ich ein großer Fan. Ich habe alle Spiele, denke ich mal, die auf dem Markt sind, also nicht nur in Europa, ich habe es auch so amerikanische Ableger, zum Beispiel Country Track Pack 1 und 2, also das ist ja speziell für USA, sind abspielbar nur auch auf amerikanische NTSC-Gerät, also mit anderem Videoformat und diese Nintendo, aber natürlich auch bei uns im Studio. Also hier ist es alles möglich. Kommen wir zum Controller. Also Gitarre, eigentlich das ist Gitarre, das ist richtig ein Musikinstrument mit MIDI-Anschluss, man kann anschließen, so wie viele Musikinstrumenten beim Wii und dann mit MIDI-Adapter richtige Töne erzeugen. Aber sonst ist es ein Controller für Rock Band 3. Rock Band 3, das Spiel ist 2011 rausgekommen im November und für mich auch interessant, weil sehr viele technische Feinheiten, neue Geräte sind dazu rausgekommen, so wie zum Beispiel Keyboard. Das war auch neu in der Musikreihe von Wii, aber Keyboard machen wir auch so eine kleine Sendung. Diese Gitarre ist sogenannte Pro-Gitarre. Also wenn ich jetzt mit, sagen wir, mit normale Wii-Gitarre vergleiche, da ist da einer. Momentan bin ich mit 10 Gitarren unterwegs. Zwei sind schon auf dem Weg zu mir, eine aus England und eine aus Deutschland. Also bald haben wir neue Gitarren, neue Sendungen. Hier sehen wir bei dieser Gitarre eingebaut, also ein bisschen reingesteckter Wii-Controller, ein Taster, den man nach oben und nach unten bewegen kann und eigentlich fünf farbige Tasten. Diejenigen, die das Rockband gespielt haben, wissen, dass zu bestimmter Zeit, wenn es ein farbiger Punkt eine Linie überquert, muss man diese Tasten drücken und dann die Gitarre quasi simulieren und so entsteht ein Ton. Fender, das ist ja was anderes. Ja, deswegen haben wir statt ein Taster haben wir Saiten und 17 Griffbereiche und auf 7 Bereiche auch 6 Tasten. Also quasi mit jeder Taste kann ich eine Note erzeugen und diese Note kommt, nachdem ich da an die Taste entsprechend bewege oder zupfe. Sehr schwer. Also ich habe demnächst ein paar Tutorials zu zeigen, wie ich versuche, diese Gitarre spielen zu lernen. Und auch sehr interessant natürlich. Wir haben Fender, Lizenz von Fender, die Firma Katz, also das ist die Firma, die damals die Controller für Wii gemacht hat und heute auch bekannt über einige Mäuse und Tastaturen. Und diese wurde von Fender als lizenziert. Man sieht, das ist eine richtige Fender-Form. Und Leo Fender war auch Elektroniker, so wie ich. Und 1946 hatte diese Firma gegründet und angefangen, Elektro-Gitarren zu machen, Gitarrenverstärker.
Und Leo Fender haben wir zu verdanken, so dass wir Elektrogitarre mit diesem Solidkörper, mit diesem Brettkörper kennen, so wie wir das kennen, also ohne akustische Resonanzbecken. Und Leo Fender hat auch Elektrobass erfunden. Vorher hat man auf dem Kontrabass gespielt. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist natürlich nicht so in Qualität von Fender-Gitarre. Das ist kein Holz, das ist auch Kunststoff, aber trotzdem wunderschön. Schön mit Liebe gemacht, diese Gitarre, und sieht auch toll aus, und ich freue mich, sie auch jetzt in meiner Sammlung zu haben. Ja, wie werden wir das auspacken, beziehungsweise zeige ich dir, wie das ausgepackt wird. Ich dachte, ich nehme dafür unsere neue Generation, unsere jungen Menschen, die damals noch zum Teil auch gar nicht geboren waren, zum Zeiten, wenn Guitar Hero rausgekommen ist. Und Konsti und Julius haben diese schöne Originalverpackung aus USA aufgemacht, und schauen wir das an. Viel Spaß dabei. Heute gibt es ein Unboxing der Fender Mustang Nintendo E-Gitarre. Das Ganze ist eine Seltenheit auf dem amerikanischen Markt, also auf dem amerikanischen Nintendo-Markt, weil diese Gitarre unterscheidet sich von den anderen. Wie man hier sehen kann, wird diese nämlich über Saiten gespielt. So, jetzt sind wir auch schon fast bereit. Jetzt würde ich empfehlen, schaut man jetzt auch nochmal hier in das Batteriefach. Sieht man jetzt auch noch, sind die Originalbatterien noch drin? Ich glaube, die müssten jetzt auch noch funktionieren. Dann kann man das Ganze wieder schließen und dann kann man das Ganze hier jetzt direkt auch schon mal anschalten. Wenn man es anschaltet, sieht man hier auch schon, leuchtet hier das Gitarrensymbol, die LEDs hier auch noch. Und da sieht man schon mal, dass das Ganze an ist. Hier haben wir jetzt das Dongle, hier ist die Nintendo. Und dort muss man das einfach hinten in den USB-Anschluss reinmachen. Man sieht, das Dongle leuchtet. Und dann kann man schon einfach hier diesen schwarzen Knopf drücken. Und dann muss man einfach kurz rüber zur Gitarre und drückt hier den blauen Knopf. Dann sieht man hier, die erste LED leuchtet und symbolisiert an, dass man beigetreten ist. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich schon direkt gleich mit dem ersten Song starten. Also, wir sind jetzt fertig mit unserer ersten Runde Rockband und unser Fazit: Es ist verdammt schwer, diese Pro-Gitarre zu spielen. Denn wie man sieht, ist das was ganz anderes wie mit den normalen Gitarren, die man gewöhnt ist. Ich kann jetzt mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Also, es gibt ganz klassisch hier diese 5 Saiten, die man drücken kann, also beziehungsweise hier halt zupfen kann. Ganz klassisch einfach hier zupfen. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit. Man sieht nämlich immer im Rockband 3 eben die Noten, die von oben auf einen zukommen. Bei diesen Noten steht jetzt entweder Saite 1, Saite 2, Saite 3, Saite 4, Saite 5 oder Saite 6. Das kennt man ja. Aber jetzt kommt eben die Schwierigkeit, und zwar musst du passend dazu hier einen dieser Knöpfe drücken. Hier an der Seite sind nämlich Zahlen markiert. Also hier oben sehen wir 1, 3, 5, 7, 9, 12 und 15. Hier ist dann noch Zeile 2, 4, 6, 8. Und jetzt steht auf den Noten, die von oben nach unten kommen, zum Beispiel hier bei dieser Seite, muss man die 5 spielen. Hier die 0, die 5, die 0, die 5. Dann sieht man ja, trifft man das Ganze oder auch nicht. Habe ich getroffen?
Es ist schon spät geworden. Ich habe heute mehrere Stunden geübt auf diese Pro-Gitarre und ich muss ehrlich sagen, alles, was ich erreicht habe, das ist dieser läppische 9% auf Stufe Light. Ich habe gesehen in YouTube, manche wahrscheinlich richtige Musiker machen auf der Pro-Gitarre unglaubliche Dinge und erreichen auf dem höchsten Niveau, können tolle Songs spielen. Bei mir hat das nicht geklappt. Mehr Zeit zu üben habe ich auch leider nicht und überlege, das Spaßfaktor geht ein bisschen runter, wenn man das nicht richtig spielen kann. Und trotzdem bleibt natürlich ein tolles Sammelstück für mich. Die werde ich jetzt wieder einverpacken und bewundern auf Distanz. Sonst spiele ich am liebsten meine Lieblingsgitarre in Rockband oder Guitar Hero Reihe. Das ist die George Harrison Nachbau aus der Beatles-Set. Und Beatles-Set auch tolle, interessante Instrumenten und Kontrolle bei diesem Set dabei, würde ich gern als nächstes Video machen. Dann seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.